Ja, guten Tag. Wir hatten uns beim letzten Mal parallele Sortieralgorithmen angeschaut und das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Es gibt einen relativ großen Zoo von Sortieralgorithmen. Wir haben hier nur eine Schnuppervorlesung. Deshalb habe ich mich entschieden, so ein bisschen so eine Mischstrategie zu fahren. Ich habe Ihnen einen, ich sag mal, Theoretiker-Version von Quicksort vorgeführt, die dann sozusagen zum Pflichtprogramm gehört, die genau ein Element pro Prozessor sortiert und wo wir damit dann ein Beispiel hatten für einen Algorithmus, der in polylogarithmischer Zeit sortiert, der im Prinzip sehr einfach ist, der auch den Vorteil hat, dass es uns gleich ein Anwendungsbeispiel für die kollektive Kommunikationsoperation Präfixsumme liefert. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich im Wesentlichen mit den Händen gewedelt habe und gesagt habe, naja, Brenz Prinzip kann man auch auf Quicksort anwenden. Das heißt, jeder Prozessor kriegt mehrere Elemente. Pivot auswählen lässt sich leicht vereinfachen. Lokal partitionieren lässt sich vereinfachen. Und das Händewedeln fing dann da an, wo man sagt, naja, wie werden die Daten jetzt tatsächlich umgeordnet und wie viele Prozessoren ordne ich da welchem Teilproblem zu? Das Hauptproblem dabei ist eigentlich zweierlei. Das eine ist, man kriegt eine gewisse Imbalance dadurch, dass die Aufteilung der Elemente auf die Prozessoren nicht genau aufgeht. Also eine der Gruppen kriegt dann immer ein bisschen mehr Elemente pro Prozessor. Das lässt sich dadurch ein bisschen mildern, indem man eine sehr sorgfältige Auswahl der Pivots macht. Oder es gibt ein Verfahren, das ich gemeinsam mit meinem Doktoranden Michael Axmann mir angeschaut habe, wo wir dann tatsächlich die Prozessoren auch sozusagen fraktional aufteilen. Also es gibt dann einen Prozessor, der muss an beiden Teilproblemen mitarbeiten. Das kann man aber durch Multithreading oder sowas dann tatsächlich erreichen. Ich wollte Sie aber jetzt nicht mit den Details belästigen, weil die dann tatsächlich so sind, dass man dann relativ kompliziert zu beweisende Dinge hat oder dass das Ganze eher heuristisch wird. Stattdessen habe ich dann gesagt, machen wir noch einen anderen Sortieralgorithmus, wo ich aber jetzt auch nicht mehr ins Detail gehen möchte. Ja? Das Prinzip ist da aber ganz einfach. Wir nehmen nämlich den Algorithmus Sortieren durch Mehrwegemischen, den wir bereits bei den External Memory Algorithmen kennengelernt haben und verallgemeinern ihn jetzt für oder passen ihn jetzt für Parallelverarbeitung an. Wir sagen, naja, wir wollen Sortieren durch P-Wegemischen machen bei P-Prozessoren. Wir machen das Bottom-up, wie beim External Memory auch. Und das, was bei External Memory Run Formation war, ist jetzt lokal sortieren auf jedem Prozessor. Dann kriegen wir so sortierte Teile. Und was aber jetzt anders ist als bei External Memory, dass eben jetzt mehrere Prozessoren gleichzeitig Mehrwegemischen machen wollen. Und was wir dafür tun müssen, ist die Eingabe partitionieren in gleich große Stücke, wo dann sozusagen aus jedem dieser Runs ein Stück kommt. Und das Ganze soll aber dann so konsistent sein, wenn jetzt jeder Prozessor die ihm zugeteilten P-Stücke mischt, dann kommt ein Teil der global sortierten Folge raus. Und das macht man, indem man die Aufteilung der Stücke durch diese schwarze Linie hier angedeutet so macht, dass die jeweils durch ein Pivot-Element, im Endeffekt dann auch wieder eine Verallgemeinerung von Quicksort, durch ein Pivot-Element bestimmt werden, das einen gegebenen Rang hat. Das ite Pivot sollte nämlich den Rang haben, i mal n durch p, n Anzahl Elemente, i das Pivot, das sozusagen das ite Teilstück definiert. Und dieses Problem, ein Element mit gegebenem Rang zu bestimmen, haben wir in
Algorithmen 1 schon kennengelernt mit Quick Select. Hier ist aber eine etwas andere Situation, weil die Teilfolgen bereits sortiert sind. Und da bin ich jetzt am Händewedeln. Das ist also eine Operation, die so ein bisschen so ähnlich wie dieser Quick Select Algorithmus ist, aber ich will hier nicht auf die Details eingehen. Wenn Sie es wissen wollen, gucken Sie in die Folien von der Parallele-Algorithmen-Vorlesung. Das ist ja hier nur so ein bisschen Schnupperding. Ja? Wenn das aber dann so ist, holt sich jeder Prozessor seine Stücke, also zum Beispiel der rote, der Prozessor 0, holt sich überall die kleinsten, also das, das, das und das. Das habe ich hier durch so eine Umsortierung auch angedeutet. In einem Shared Memory Parallelrechner wird er die einfach aus dem Speicher lesen. Bei einem Distributed Memory Rechner bräuchte ich dann tatsächlich eine Kommunikationsoperation, die die Daten explizit umordnet und dann eben alle Daten einmal kommuniziert. Aber das ist dann auch tatsächlich der entscheidende Vorteil gegenüber parallelem Quicksort, wo wir ja gesagt hatten, dass alle Elementen logarithmisch oft kommuniziert werden. Also n durch p Elemente mal t Byte mal log p ist dann so ein Term in der Kommunikation, der halt für große Datenmengen vermutlich dominieren wird. Und das sparen wir uns bei diesem Sortieren durch Mehrwegemischen, weil die Daten eigentlich nur einmal umgeordnet werden. Alles andere ist eine lokale Operation. Ja? Wie gesagt, im Shared Memory Fall muss ich noch nicht mal explizit umordnen, da macht das die Hardware für mich. Und das war so eine interessante Beobachtung. Wir haben hier im Prinzip die Operationen lokal sortieren, von da nach da, dann diese Pivots bestimmen. Das ist auch eine sequentielle Operation. Jeder Prozessor ist zuständig für eine dieser Multi-Sequence-Selection-Operationen. Also ein nicht trivialer, aber sequenzieller Algorithmus, der halt auf jedem Prozessor unabhängig durchgeführt wird. Und dann muss jeder Prozessor mehr Wegemischen machen. Das ist auch ein nicht trivialer, sequenzieller Algorithmus. Das heißt, wir haben hier einen sehr effizienten parallelen Sortieralgorithmus, der im Prinzip auf der Nacheinanderausführung von drei sequentiellen Algorithmen beruht. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Algorithmen auch mal wichtiger sein können als parallele Programmierwerkzeuge zum Beispiel. Solange ich überhaupt die Möglichkeit habe, hier parallel irgendwas anzustoßen, Prozessoren zu synchronisieren, ist der Rest eigentlich eine Aneinanderreihung von sequentiellen Algorithmen. Ja, jetzt zeige ich Ihnen erstmal eine relativ alte Messung, die ich aber immer noch ganz interessant finde, von meinem Doktoranden Johannes Singler damals. Auf einem Spark T1 Prozessor, der hatte 8 Kerne. Jeder Kern hat aber 4 Hardware-Threads unterstützt, sodass man also bis zu 32 Threads hier einsetzen konnte. Und das war eigentlich ein spannendes Ergebnis. Wir haben hier die Eingabegröße und hier die Beschleunigung gegenüber, ich nehme mal an, dem sequentiellen Quicksort, der in der C++-Standardbibliothek drin ist. Also das geht hier bei einem Thread los, ja, zwei Threads, drei Threads, vier Threads, naja, langweilig, 8 Threads verhalten sich so, wie man das vielleicht erwarten würde. Für große Eingaben kriegen wir eine Beschleunigung von 7,5 oder sowas auf 8 Cores, das ist ganz gut, ne? Aber dann kam die Überraschung, wenn ich jetzt mehr Threads nehme, zum Beispiel dann 32 Threads, kriege ich eine Beschleunigung von 22 und das bei 8 Cores. Ja? Die Effizienz, hatte ich ja gesagt, kann höchstens 1 sein. Das ist eine Effizienz von 2,5. Bei dieser Maschine, das ist tatsächlich so ein Prozessor, der designed war für hochgradig multithreaded Anwendungen, wo es gar nicht darum ging, den einzelnen Thread möglichst schnell zu machen, sondern insgesamt Durchsatz zu erhöhen. Und da stellen wir dann fest, offenbar kann ich so Dinge wie die Speicherbandbreite dieser Maschine erst ausnutzen, wenn ich wirklich ganz viele Threads parallel laufen lasse. Ja? Und gerade diese Unterstützung von Hardware-Threads ist etwas, was so die diese Kalkulation, was ist überhaupt der Parallelitätsgrad dieser Maschine,
eine komplizierte Angelegenheit werden lässt. Also ich habe bestimmte Ressourcen, wie zum Beispiel Registersätze, die tatsächlich 32 Mal vorhanden sind und offenbar, was ich vermute, hier auch die Teile, die relevant sind für die Speicherbandbreite, also wie viele Speicherbänke habe ich, wie viele entsprechende Kanäle innerhalb des Prozessors, die die Daten verarbeiten, die da kommen. Das ist offenbar mehr als 8-mal vorhanden hier. Ja? Also eine ganz interessante Beobachtung. Und es ist vielleicht auch ganz interessant, diese Messung jetzt zu sehen und das mit neueren Maschinen mal zu vergleichen. Da haben wir nämlich auch noch Messungen von weiteren Algorithmen, die ich Ihnen gleich zeigen will. Aber zunächst mal möchte ich auf der theoretischen Seite oder allgemein auf der Ergebnisseite Ihnen noch ein bisschen mehr Überblick geben, was gibt es denn an weiteren bekannten Ergebnissen zu parallelem Sortieren. Da ist es zunächst mal so, für diesen Theoretikerfall P gleich N gibt es tatsächlich einen, der O von log P Laufzeit hat. Wir hatten ja einen gesehen mit log Quadrat P, der bei eben sehr kompliziert ist. Der beruht auf Binary Merge Sort, allerdings eine ziemlich komplexe Parallelisierung davon. Es gibt relativ einfache und praktikable Algorithmen mit Laufzeit O von log P, die können dann aber nur Wurzel P Elemente sortieren. Also das ist jetzt ein wirklich sehr extremer Fall von wie sortiere ich kleine Datenmengen, und wir werden später sehen, dass das tatsächlich in der Realität dann einen bestimmten Bereich von Eingabegrößen hat, wo diese Algorithmen ziemlich gut funktionieren. Ja. Also vor allem ist hier das O hat dann einen ziemlich großen konstanten Faktor, und das ist in dem Fall etwas, was wir eigentlich wollen, weil wir dann sehen, dass dann am Ende alles einen ganz interessanten Fall enthält. Für große Datenmengen habe ich Ihnen jetzt mehr Wege mischen vorgestellt. Es gibt aber auch noch eine direktere Verallgemeinerung von Quicksort, wo ich gleich mit mehreren Pivots arbeite, die dann auch die Eigenschaft hat, dass man die Daten nur einmal bewegen muss. Und die aber insgesamt noch mal einfacher und bei den konstanten Faktoren noch effizienter ist als Sortieren durch mehr Wege mischen. Und das nennt man Sample Sort. Ja, vielleicht kann ich es auch ganz kurz skizzieren, wie das geht. Einen bestimmten Sample mit Omega von P Elementen sortiert dieses Sample und wählt dann daraus äquidistant diese Splitter-Elemente, und dann muss jeder Prozessor einfach lokal gucken, okay, zwischen welchen zwei Splittern liegt ein Element, das macht er für jedes Element, und dann werden diese Kategorien von Daten jeweils Prozessoren zugeteilt, und dann müssen die Prozessoren diese Kategorien, so Buckets, lokal sortieren. Das ist also so ein bisschen das Duale zu dem Sortieren durch mehr Wege mischen. Prinzip sehr einfach, kann aber auch ein paar Dinge falsch machen, sage ich mal. Aber wenn man das effizient implementiert, kriegt man einen sehr guten parallelen Sortieralgorithmen für, ich sag mal, moderate Anzahl Prozessoren und große Eingaben. Dann gibt es natürlich auch noch eine Verallgemeinerung auf External Memory. Also stellen Sie sich vor, jeder Prozessor hat jetzt nochmal lokale Platten zur Verfügung, dann kann man sehr große Datenmengen parallel sortieren. Und die beruhen dann auch wieder auf Sortieren durch mehr Wege mischen oder Sample Sort. Gibt es Fragen zu parallelem Sortieren an dieser Stelle? Dann möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar Messungen zeigen. Das ist jetzt eine Messung auf einer relativ großen Servermaschine mit vier Prozessorsockeln, A18 Cores, also insgesamt 72 Cores. Fangen wir mal ganz unten an. Das ist der Sortierer, der in die Intel Library Thread Building Blocks eingebaut ist. Also erstmal die gute Nachricht, hier unten ist die Eingabegröße, hier ist der Speedup.
Die gute Nachricht, der erreicht schon Speedup Größe 1 für relativ kleine Eingaben. Ja, aber die schlechte Nachricht ist, Speedup mehr als, weiß nicht, wie viel ist das, 7 oder 8, ist nicht drin, selbst für riesige Eingaben. Ja. Und was ist das für ein Algorithmus? Das ist der Anfänger-Quicksort. Da war ich etwas schockiert, dass Intel sowas sich traut, in Library einzubauen. Und die Quittung kriegen sie hier. Ne? Wahrscheinlich haben sie das irgendwann mal entwickelt für eine 4-Core-Maschine und da ging das dann ganz gut. Aber das hat nichts mit skalierbaren parallelen Algorithmen zu tun. Ich war auch etwas überrascht, dass das tatsächlich nicht für sehr große Eingaben irgendwann merklichen Speedup liefert. Tut es offenbar nicht. Ne? Übrigens, die Eingabegröße ist hier pro Thread. Und das Ganze ist... das weiß ich jetzt nicht genau. Wahrscheinlich mit 144 Threads. Weil wir haben da 2 Hardware-Threads pro Prozessor. Oder das Beste, das weiß ich, was sozusagen... ein Thread pro Hardware-Core, wahrscheinlich das, was für den Algorithmus jeweils das Beste ist. Dann der, ich sag mal, zweitschlechteste, das ist eine Implementierung von Sample Sort aus unserem Lehrbuch. Und dieses M-Pool Numa, das sagt, dass wir da bereits 2 Skalierbarkeits-Bottlenecks beseitigt haben mit irgendwie relativ hässlichen Maßnahmen. Und da kriegt man dann für sehr große Eingaben eine ganz brauchbare Beschleunigung von nicht ganz 30 auf 72 Cores. Ja, also das ist in Anbetracht der Tatsache, dass Sortieren dann oft durch Speicherbandbreite oder sowas beschränkt ist und nicht unbedingt durch das, was da an Rechenressourcen zur Verfügung steht, ist das eine vernünftige Zahl. Ne? Also man kann jetzt auf dieser doch recht großen Maschine doch einiges an Beschleunigung erreichen durch Parallelisierung. Insofern eine gute Nachricht. Dann kommt dieses blaue STD Parallel Mode, das ist im Prinzip der gleiche Sortieralgorithmus, den ich Ihnen eben für die T1 vorgestellt habe. Also die ist in der Standarddistribution vom G++ Compiler, aber das ist immer noch die Implementierung, die mein Doktorand Johannes Singler da mal eingebracht hat vor 10 Jahren. Die skaliert für kleinere Eingaben deutlich besser, aber stagniert dann so ein bisschen bei um die 20. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr diesen tollen Effekt wie bei der T1. Das wird vermutlich damit zusammenhängen, dass die jetzt für NUMA-Effekte nicht optimiert ist. NUMA steht für Non-Uniform Memory Access und bedeutet im Wesentlichen, dass wenn ich Maschinen habe mit mehreren Prozessorsockeln, ja an jedem Prozessor eigene Speichermodule angehängt sind und ich dann für gute Leistung eigentlich berücksichtigen muss, dass Zugriffe auf Speichermodule auf dem lokalen Sockel effizienter sind als welche, die irgendwie kreuz und quer gehen. Und das ist übrigens eine Bestätigung für das, was ich Ihnen vorher bei der Modellierung gesagt habe, dass man eigentlich verteilte Algorithmen entwerfen sollte und die dann von mir aus Shared Memory implementiert und dann vielleicht bessere Performance kriegt, als wenn man gleich irgendwie Shared Memory macht, aber dabei Annahmen über die Maschine trifft, vereinfachende Annahmen, die in der Realität nicht gelten. Ja? Und eine gewisse Bestätigung dafür kriegen wir dann hier mit der vierten Kurve, dieses gelbe Ding. Das hier ist eine MPI-Implementierung von Sample Sort. Also im Prinzip der gleiche Algorithmus wie hier. Der ist auch bei uns in dem Lehrbuch. Und die Überraschung ist, das Ding ist von der Codelänge her etwa 20% kürzer als dieses Ding. Ja?
ist ungefähr gleich lang, wie wenn man sagen würde, das hier ohne diese beiden Optimierungen, die ziemlich hässlich sind. Also komplett naiv runterimplementiertes Sample Sort. In der parallelen Algorithmenvorlesung kriegen Sie dann auch den Quellcode dafür auf den Folien. Das sind irgendwie 4 Folien voll oder so. Für den MPI-Quellcode. Ich hatte ja 2 Folien für den Theoretiker Quicksort. Das ist jetzt ungefähr doppelt so viel. Aber auch nicht besonders schwierig. Und die Überraschung ist, dass das besser skaliert als diese spezialisierten Shared Memory Codes. Zumindest bis zu, was ist das dann? Etwas mehr als 1 Million Elemente pro Prozessor, aber bei 144 Cores ist das dann schon eine recht große Eingabe. Ne? Das bricht dann ein bisschen ein bei größeren Eingaben. Woran das genau liegt, weiß ich jetzt nicht. Da müsste man genauer hingucken. Was ich vermute ist, dass dann bei der Speicherverwaltung irgendwelche komischen Dinge passieren. Zum Beispiel bei der Allokation von Speicher für diese MPI-Operation, die die Daten austauscht. Dass wir also da insgesamt einen höheren Speicherverbrauch haben. Zumindest wenn das Ganze effizient sein soll. Das heißt, da werden dann irgendwie Daten, da muss dann das Betriebssystem irgendwie hin und her, vielleicht sogar swappen, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es schon spannend, dass wir hier eine Beschleunigung von ungefähr 40 erreichen mit einem ziemlich naiven Algorithmus auf 72 Cores. Ja? Also das zeigt, dass gute Algorithmen implementiert in Distributed Memory, selbst auf einer Shared Memory Maschine besser funktionieren können als eine handgetunte Implementierung des gleichen Algorithmus. Ja? Aber wenn Sie dieses Handtuning auf der Shared Memory Maschine dann weitertreiben und wirklich viel Grips da reinschreiben, also wie gesagt, das hier waren dann irgendwie 150 Zeilen Code oder sowas. Das hier waren 200 Zeilen Code. Das hier ist jetzt wieder Sample Sort von meinen Mitarbeitern Michael Axtmann und Sascha Witt implementiert. Aber das sind etwa 5000 Zeilen Code. Das ist im Moment der schnellste parallele Sortierer. Es ist auch der schnellste sequentielle Sortierer. Und eine andere Überraschung ist, diese ganzen Dinger, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, also der parallele Quicksort, so wie ich ihn formuliert habe, der Multiway-Merge-Sort parallel, der Sample-Sort parallel, das sind alles Algorithmen, die nicht in place arbeiten. Ja? Während der sequentielle Quicksort, der arbeitet in place, also Sie brauchen keinen zusätzlichen Platz. Und bisher war immer die Doktrin, um parallel zu sortieren, braucht man eigentlich diesen zusätzlichen Platz, weil einem das mehr Flexibilität gibt, das wird einfacher, effizienter und so weiter. Aber da hatten wir, eigentlich war der Ausgangspunkt, können wir nicht Sample Sort, also ein Algorithmus, der die Daten nur einmal verschiebt, auch in place implementieren. Mit der langfristigen Aussicht, aha, wir wollen, dass der auch als Standardbibliothek Ersatz für dieses für diesen Algorithmus hier dann herhalten kann, geht das nicht auch. Und die Hoffnung war dann ursprünglich, ja, hoffentlich ist dann der Performance-Overhead, den wir kriegen, nicht zu groß. Vielleicht wird es 20% langsamer. Das Ergebnis war, es wird dadurch komplizierter, aber auch schneller. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass wenn man weniger Speicher verbraucht, muss man den auch nicht allozieren. Und an dieser Speicherallokation hängen ganz viele Performance-Bugs der Betriebssysteme. Und da wir das jetzt nicht machen müssen, umgehen wir die damit implizit. Ja? Das ist übrigens auch der Grund, warum dieser Code hier, wenn man diese Sachen da nicht drin hat, der wäre dann irgendwie hier gelandet. Ein bisschen besser als dieses TBB-Ding, aber Speedups von unter 10. Ja? Also kleine Take-Home-Message, irgendwie Speicherverwaltung auf parallelen Betriebssystemen ist immer noch ein großes Problem. Da gibt es spezielle Libraries, die das dann unterstützen, die man aber dann genau richtig einsetzen muss, damit das Ganze funktioniert. Ja. Fragen zu diesen Messungen noch? Genau, was Sie hier auch nicht sehen, ist, dass
Es gibt auch ein In-Place-Quicksort, da habe ich jetzt leider die Zahl nicht. Der müsste dann, dieses Standard Parallel Mode, der müsste ein bisschen langsamer sein als der blaue hier irgendwo. Und dann sind wir auf der Maschine, sind wir dann aber 3-4 Mal schneller mit diesem IPSO-Code, was schon ganz interessant ist. Ja. So, das ist jetzt eine Sache, Shared Memory, eine relativ teure Kiste, sage ich mal. Das andere ist, was ist auf richtigen Supercomputern? Und das haben wir uns angeguckt auf einer Maschine mit 262.000 Prozessoren. Ist vielleicht dann auch der Kern der Doktorarbeit von Michael Axmann. Und haben uns da dann verschiedene parallele Sortieralgorithmen angeschaut, wie schnell die sind für verschiedene Eingabegrößen. Also diese Messung hier, das sind zufällige Eingaben. Ich glaube 64-Bit-Elemente. Und auf der Y-Achse ist die Anzahl Elemente pro Prozessor. Also müssen das wieder mit 2 hoch 18 multiplizieren, um die Gesamteingabe zu haben. Das bedeutet zum Beispiel hier, die größten Eingaben sind 2 hoch 20, 21, 22, 8 Millionen pro Prozessor. Also 2 hoch 23 mal 2 hoch 18 sind 2 hoch 41 Elemente. Also ganz grob, wie ist das? Milliarden sind 2 hoch 30, Billionen, irgendwie 2 Billionen Elemente oder so. Schon eine sehr große Eingabe dann. Ja. Und hier haben wir aber auch Eingaben, wo wir weniger als ein Element pro Prozessor haben. Auch die will man sortieren, zum Beispiel als Unterprogramm irgendwo, wenn wir so ein Sample sortieren oder sowas. Ja. Dann gucken wir uns mal von links nach rechts die Algorithmen an. Ich muss dazu sagen, die meisten davon sind unsere eigenen Algorithmen, die existierenden, die wir auftreiben konnten und die auch annähernd nur Sinn machen, hier jetzt einzusetzen auf so einer großen Maschine, ist hier so ein Bitonic Sorting. Da habe ich in der Vorlesung wenig drüber gesagt. Das ist ein Verfahren, das Log-Quadrat-P-Latenz hat oder Span, aber relativ viel Arbeit macht. Und dieses Hicksort, da sage ich gleich was zu, das ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie dieses RAMS, Multi-Level Sample Sort, das wir da haben, da werde ich gleich was zu sagen. Allerdings ist das etwas, was nur für zufällige Eingaben funktioniert und nicht für beliebige, sage ich mal. Ja? Und die anderen sind von uns. So, für sehr kleine Eingaben, das ist erstmal ein extremer Algorithmus, der im Wesentlichen sagt, sammle die Daten auf einem Prozessor ein und sortiere sie da. Ja? Und um das noch ein bisschen zu verbessern, macht man dieses Einsammeln läuft über diesen Binomial Tree Algorithmus, den wir bei der Reduktion hatten. Da werden also immer zwei Prozessoren führen ihre Daten zusammen und dann wird die Nachricht also jedes Mal doppelt so lang. Und was man dann aber zumindest machen kann, ist, dass man sagt, aha, wenn ich die Daten jetzt empfange, dann mische ich die gleich zusammen, sodass sie immer sortiert vorliegen. Also ich empfange immer zwei sortierte Folgen, mische die zusammen und reiche sie dann in diesem Baum weiter. Das führt dazu, dass der empfangene Prozessor, der natürlich ein Flaschenhals ist, am Ende nur lineare Arbeit leisten muss für einmal so eine Binary Merge Operation. Der Vorteil ist, ich habe eben nur Log P von diesen Startup-Operationen für die Kommunikation, aber das ist halt ein offensichtlich nicht skalierbarer Algorithmus. Trotzdem sehen wir für die allerkleinsten Eingabegrößen, nur jeder 32. Prozessor oder noch weniger hat überhaupt Daten, ist das, naja, gerade so der schnellste Algorithmus. Dieser braune Algorithmus ist schon über einen etwas breiteren Bereich von 2 hoch minus 5 Elementen pro Prozessor bis 2 hoch 2 Elemente pro Prozessor oder sowas der schnellste. Der funktioniert so, ja, der beruht auf einem Verfahren, das erstmal entworfen wurde für Wurzel-P-Elemente. Ja?
Wenn ich nur Wurzel p Elemente habe, kann ich es mir leisten, einen quadratischen sequentiellen Algorithmus zu parallelisieren, sodass eben jeder Prozessor genau einen Elementvergleich nur durchführen muss. Ja? Und das lässt sich dann auch mit einer logarithmischen Latenz relativ leicht implementieren. Details in der parallelen Algorithmenvorlesung. Und dann benutzt man Brenz Prinzip bei etwas größeren Eingaben, um zu sagen, naja, wenn jetzt ein bisschen mehr Elemente da sind, dann kann man im Prinzip Vergleichsoperationen von Elementen ersetzen durch Mischoperationen von sortierten Folgen. Dann hat man auch nicht mehr ganz quadratischen Aufwand, sondern ein bisschen weniger, setzt aber immer noch den massiven Parallelismus, den man da hat, sehr effizient ein und hat immer noch nur logarithmisch große Latenz und kriegt deshalb für kleine Eingaben ziemlich gute Ergebnisse. Ja? Aber das ist natürlich nichts Mainstream-mäßiges. Eigentlich würde man ja eher Algorithmen in Betracht ziehen, die von der Arbeit, die sie leisten, her vergleichbar sind mit einem besten sequentiellen Algorithmus und bei genug Prozessoren dann eben auch eine konstante Effizienz erreichen. Aber wir sehen die Eingabegröße, damit so ein Algorithmus erstmals konkurrenzfähig wird, ist ab ungefähr hier 32 Elemente pro Prozessor. Diese rote Kurve hier, wenn Sie sich jetzt auf einen Algorithmus einschießen müssten, wäre das vielleicht der, den Sie dann auch nehmen würden, ist tatsächlich eine Variante von Quicksort. Der ist halt in diesem Mittelbereich von, ich sag mal, 8 Elemente pro Prozessor bis ein paar tausend Elemente von Prozessor der schnellste. Dann gibt es dieser Bitonic Sorting, der wird da eigentlich dominiert, der ist aber in diesem Bereich hier wenige Elemente pro Prozessor tatsächlich auch konkurrenzfähig und das ist ein relativ einfacher Algorithmus. Dann kommt hier dieser Multiphase Sample Sort Algorithmus und wie gesagt, der gelbe hier ist sowas Ähnliches. Das ist ein Algorithmus, der ja, vielleicht fragen Sie sich, warum jetzt Multiway Merge Sort oder Sample Sort, die eben relativ gut abschnitten, hier gar nicht mehr auftreten. Der Grund ist der, dass die Anzahl Elemente, die Sie brauchen, damit diese Algorithmen effizient sind, die steigt ungefähr quadratisch mit der Anzahl Prozessoren. Und dann steckt da auch noch eine große Konstante drin. Wenn Sie 2 hoch 18 Prozessoren haben, dann ist das Quadrat davon 2 hoch 36 und dann kommt noch eine große Konstante da rein, 100 oder 1000 oder sowas. Und dann haben Sie Eingabegrößen, die gar nicht mehr in den Speicher dieser Maschine passen. Also das zeigt, dass dieses, was ich Ihnen gesagt habe, wir wollen die Elemente nur einmal bewegen, das stößt für wirklich große Maschinen an ihre Grenzen. Und diese Algorithmen kann man dann aber so verallgemeinern, dass man sagt, ich kommuniziere die Daten nicht log p mal wie bei Quicksort und nicht konstant oft wie bei Sample Sort oder Multiway Merge Sort, sondern vielleicht 2 oder 3 Mal. Ja? Und diese Kurve ist im Prinzip eine, das sind so Algorithmen, die die Daten, glaube ich, 3 Mal bewegen. Und dann komme ich runter von Eingabegröße, damit es skalierbar ist, p Quadrat auf sowas wie p hoch 4 Drittel. Und das funktioniert dann einigermaßen gut. Ja. Genau, und wie gesagt, dieses Konkurrenzding, der ist so 20% schneller für die größten Eingaben als unsere Implementierung. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass wir halt einen gewissen Overhead dafür investieren, tatsächlich auch beliebige Eingaben verarbeiten zu können. Während dieser Algorithmus, wenn Sie dem zum Beispiel nur Nullen eingeben, dann hängt er sich auf. Wenn Sie ihm helfen, indem Sie sagen, ich gebe nur verschiedene Zahlen ein, aber so, dass die ziemlich krumm am Anfang verteilt sind, dann reduziert er sich auf einen sequentiellen Algorithmus. Das wollen Sie auch nicht. Ja? Der wird dann extrem langsam. Also insofern haben wir da tatsächlich auch die besten Algorithmen über die ganze Breite des Spektrums und teilweise sind die Vorsprünge
dann einen Faktor 3 oder 4 gegenüber dem besten anderen bekannten Algorithmen. Und das fand ich schon überraschend. Das ist halt die Frage, was ist über den ganzen Bereich der Eingabegrößen und Eingabeverteilungen der beste parallele Algorithmus, sich offenbar seit 30 Jahren niemand mehr Gedanken gemacht hat. Okay, Fragen zu diesen Messungen? Gut, jetzt habe ich mich ziemlich gestürzt auf die Case Study parallele Algorithmen, Sortieralgorithmen. Aber lassen wir uns mal einen Schritt zurücktreten. Wenn wir in einer Grundvorlesung zu fortgeschrittenen Algorithmen das Thema parallele Algorithmen angehen, wäre ja die naheliegendste Frage zu sagen, okay, was haben wir in Algorithmen 1 alles an Algorithmen kennengelernt und was sind die analogen parallelen Verfahren dazu? Und da wollte ich Ihnen jetzt auf dieser Folie mal so ein bisschen Überblick geben. Also zum einen, Hash-Tabellen lassen sich recht gut parallelisieren, auch auf verteiltem Speicher, wobei spannender ist da tatsächlich der Shared-Memory-Fall. Da hat sich mein Doktorand Tobias Meyer auch recht intensiv mit beschäftigt. Die Take-Home-Message da ist, dass die meisten Concurrent-Hash-Tables, die Sie so im Internet finden, selbst von Big Playern wie Intel oder Google nicht funktionieren, wenn Sie eine Anwendung haben, bei der tatsächlich da ein Performance-Bottleneck in der Hash-Tabelle selber ist. Weil dann passieren einfach zu viel komplexe Dinge, zu viel Contention, als dass das Ganze noch skalieren kann. Das fängt schon bei Trivialitäten an. Es ist zum Beispiel so, es gibt ein Buch über Concurrent Data Structures von sehr bekannten Leuten. Da gibt es ein ganzes Kapitel über Concurrent Hash Tables. Aber da wird dann mit einem Nebensatz irgendwie eingeführt, ja, und alle Implementierungen haben natürlich eine gemeinsame Variable Size, die exakte Größe der Hash-Tabelle verwaltet. Ja? Ganz einfache Designentscheidung, jede Hash-Tabelle, die Sie so implementieren, funktioniert nicht. Ja? Warum? Ja, stellen Sie sich vor, alle Threads machen eben, sagen wir mal, mindestens 20% ihrer Zeit Hash-Table-Operationen. Ja? Das heißt, es wird ständig eingefügt, gelöscht, eingefügt und so weiter. Die müssen alle diese eine Variable zugreifen. Und das ist dann eben ein Bottleneck, da entsteht Contention im Shared Memory, die Zugriffe werden serialisiert, das Ganze ist dann auch viel langsamer als Anzahl Prozessoren mal ein normaler Speicherzugriff, sondern müssen dann nochmal die Größenordnung drauf addieren. Das bedeutet dann, jede Hash-Tabelle, die dieses Feature hat, ist, wenn Sie die parallel einsetzen, so, dass Ihre Anwendung langsamer läuft, als wenn Sie alles gleich sequenziell machen. Ja? Und so geht das weiter. Also es gibt auch noch Implementierungen, die diesen Fauxpas nicht haben, die aber trotzdem nicht skalieren, aus immer anderen Gründen. Das Einzige, was da funktioniert hatte, waren so ein paar Folklore-Sachen, wo es gar keine Publikationen drüber gab, die aber eben ein paar beschränkende Annahmen darüber machen, was ich da mit meinem Speicher tue, wie ich das implementiere, wie groß die Elemente sind. Das war dann übrigens genau das Gleiche, wie wir uns unabhängig auch ausgedacht hatten. Und das haben wir dann mal ein bisschen genauer untersucht, ganz viele Implementierungen verglichen. Und der Beitrag vom Tobias auf positiver Seite war dann vor allem zu zeigen, wie kann man solche Hash-Tabellen dann außerdem noch so machen, dass sie auch wachsen können. Und zwar ohne, dass da zu viel Overhead entsteht. Und das hat er sehr gut gelöst. Und wenn man diese Tabellen benutzt oder eben diese anderen und man will es nicht wachsen lassen, dann funktioniert Concurrent Hashing und sonst nicht. Ja? Also das ist also ein Thema, das geht, aber es ist nicht so einfach und man kann starken Overhead haben. Gut, wie ist das mit Prioritätslisten und Suchbäumen? Also diese Standarddatenstrukturen, die wir haben, da ist das eigentlich ganz ähnlich. Gerade für Suchbäume gibt es extrem viel Literatur, die ich sehr unübersichtlich finde. Und das Problem, das die oft haben, ist, da hat man dann komplizierte Shared-Memory-Implementierungen,
Die funktionieren dann auch für die Benchmarks, die die machen, aber die sind halt sorgfältig so entworfen, dass da keine Contention passiert. Wenn man aber sich Benchmarks überlegt, wo halt zum Beispiel immer neue Elemente eingefügt wird, von denen die meisten kleiner sind als alles, was bisher da war, dann entsteht irgendwie Contention an einem Teil der Datenstruktur und die Leistung geht wieder katastrophal runter. Ja. Was ich mir dann mit meinem Doktoranden Jaroslav Akremcev angeschaut habe, und wir hatten vorher auch schon ähnliche Arbeiten, ist zu sagen, ja, wie wäre das, wenn wir so Batch-Operationen machen? Ja? Also wir haben eine Datenstruktur, alle Prozessoren gemeinsam fügen zum Beispiel viele neue Elemente ein. Und das kann man beweisbar skalierbar machen und es ist Größenordnung schneller als hunderte von Papieren über Concurrent-Suchbäume. Ähnliches Problem bei Prioritätslisten. Da ist es sogar inhärent so, dass eine der wichtigsten Operationen, Delete-Min, ist halt so definiert, dass alle, wenn man das concurrent macht, alle die gleichen Daten haben wollen und sich darum schlagen würden. Das heißt, wenn Sie die Standarddefinition von Prioritätslisten nehmen, ist das Ganze nicht parallelisierbar. Ja? Was man da machen muss, ist dann die Semantik zu relaxieren und zu sagen, naja, gib mir irgendein kleines Element. Und da gibt es dann ein paar Ideen, wie man damit umgehen kann. Ja, also Sie sehen schon, parallele Datenstrukturen, gibt es einiges an Arbeiten und auch Ergebnisse, aber man muss sehr vorsichtig sein, was man will und was man tut. Wie lange dauert deine Übung? Okay, dann sollte ich noch so 5 Minuten machen, dann kann ich genau das Kapitel fertig machen. Dann gehen wir mal zu Graphenalgorithmen. Breitensuche, da gibt es sogar einen großen, ich glaube jährlichen Benchmark-Wettbewerb, wer macht auf einem Superrechner, auf einem sehr speziellen Graphen allerdings die schnellste Breitensuche. Das geht ganz gut, solange der Graph kleinen Durchmesser hat. Ja, das kann man gut parallelisieren. Dann in Algorithmen 1 genauso simpel, Tiefensuche, vergessen Sie es. Ja? Also das zeigt, parallele Algorithmen sind irgendwie viel zerbrechlicher manchmal. Tiefensuche geht halt irgendwie tief in diesen Graphen rein und ist eine inhärent sequentielle Operation. Da gibt es auch theoretische Ergebnisse, zu die dem ein formales Gerüst geben, zu sagen, was bedeutet es, nicht parallelisierbar zu sein, wo Tiefensuche so das Standardbeispiel ist. Genau, also das ist was, wovon man die Finger lassen sollte. Das heißt, wenn man jetzt ein algorithmisches Problem hat, das sequenziell durch Tiefensuche gelöst wird, muss man, wenn man das parallelisieren will, komplett neu nachdenken. Man braucht komplett andere Algorithmen. Und ganz oft ist es dann so, dass das dann auch tatsächlich ein Problem ist, wo die Algorithmen nur für ganz bestimmte Graphinstanzen vernünftig funktionieren werden. Zum Beispiel starke Zusammenhangskomponenten gibt es tatsächlich, Arbeiten drüber. Aber inwieweit die Algorithmen dann funktionieren, hängt stark davon ab, was das für Instanzen sind. Dann kürzeste Wege. Dijkstras Algorithmus zum Beispiel. Das ist so ähnlich wie bei Breitensuche. Das ist ja auch eine Verallgemeinerung von Breitensuche. Wenn der Graph einen kleinen Durchmesser hat, geht das ganz gut. Sonst haben sie einfach nicht genug Parallelismus da drin. Eine ganz interessante Beobachtung war aber, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben, wenn ich mehrere Zielfunktionen habe, dann entsteht dadurch auch sequenziell mehr Aufwand. Und dieser Aufwand ist aber leicht zu parallelisieren. Ja, das ist eine ganz interessante Beobachtung. Dann haben wir in Algorithmen 1 minimale Spannbäume angeschaut. Das kann man ganz gut parallelisieren, obwohl die konstanten Faktoren da relativ groß sind. Das heißt, wie genau jetzt ein echt skalierbarer Algorithmus für minimale Spannbäume aussieht, kann man auch noch ein bisschen dran forschen, sage ich mal. Das wird der Sebastian Lamm vielleicht als nächstes auch sich anschauen. Genau, was er gerade macht, ist Zusammenhangskomponenten. Das ist so ein Beispiel dafür, wo man DFS sequenziell verwenden würde. Da macht man jetzt ganz andere Algorithmen, da funktioniert es aber ganz gut. Das ist ein Problem, das recht gut skaliert. Also Zusammenhangskomponenten in ungerichteten Graphen, im Gegensatz zu starken Zusammenhangskomponenten in gerichteten Graphen. Dann hatten wir in Algo 1 eine ganze Reihe Optimierungsverfahren.
so generische Methoden, die man vielseitig einsetzen kann. Und da kommt es so ein bisschen auf die Methode an. Dynamische Programmierung, da füllt man ja im Wesentlichen Tabellen aus. Und da ist es dann oft so, dass man irgendwie eine ganze Zeile, Spalte oder Diagonale so einer Tabelle parallel berechnen kann. Und das gibt Ihnen halt einen gewissen Parallelismus. Wenn das hinreichend große Instanzen sind, können Sie das parallel machen. Dann hatten wir Greedy-Algorithmen, die so immer die nächste Entscheidung irgendwie, die immer die nächste Entscheidung sorgfältig treffen. Und das ist natürlich nicht so leicht zu parallelisieren. Da müssen Sie dann gucken, ob Sie so eine Vorberechnung wie Sortieren dann parallelisiert kriegen oder das Problem vielleicht doch anders lösen. Also das ist schwierig, ne? Also eine generische Technik war lineare Programme lösen. Da sind die effizientesten Löser das sogenannte Simplex-Verfahren, die man im sequentiellen Verfahren einsetzt. Das sind Verfahren, die ganz viele Iterationen durchführen. Und wenn man das richtig implementiert, macht man in jeder Iteration eigentlich sehr wenig Arbeit. Das ist extrem schwer zu parallelisieren. Es gibt aber Verfahren, die eigentlich aus der Theorie kommen, sogenannte Interior-Point-Verfahren, die also auch beweisbar Polynomialzeit brauchen, die dann sequenziell eigentlich eher mehr Aufwand verursachen. Die sind aber parallelisierbar. Da haben Sie weniger Iterationen, aber in jeder Iteration müssen Sie sehr viel Arbeit leisten, im Wesentlichen ein lineares Gleichungssystem lösen. Und das kann man wiederum parallelisieren. Ja? Dann gab es Metaheuristiken, wie zum Beispiel lokale Suche. Lokale Suche ist auf den ersten Blick nicht so gut parallelisierbar. Aber wenn man das richtig macht, geht es trotzdem. Ja? Sie haben dann nämlich auch so Sachen wie Restarts, die machen Sie dann einfach sofort. Sie machen mehrere von diesen lokalen Suchen gleichzeitig. Sie können Nachbarschaften parallel explorieren und so weiter. Und was noch besser funktioniert, sind evolutionäre Algorithmen, wo Sie halt eine Population von Kandidatenlösungen haben, die Sie mutieren und rekombinieren. Und das ist irgendwie inhärent parallelisierbar. Ja, Fragen zu weiteren parallelen Algorithmen? Dann ist es noch so, ja, letzte Folie. Das ist natürlich es wäre ein Fehler zu sagen, aha, parallele Algorithmen hake ich so ab, indem ich mir die Basic Toolbox der sequentiellen Algorithmen anschaue und die dann parallelisiere. Das ist nur die halbe Miete, weil bei der Parallelisierung treten ja auch neue Fragestellungen auf, die vielleicht auch mit Hilfe einer Basic Toolbox beantwortet werden können. Und eine wichtige Familie davon sind diese kollektiven Kommunikationsoperationen. Wir haben da als Beispiel Reduktion und Präfixsumme gesehen. Wir haben auch einen Broadcast verwendet im Quicksort und wir hatten im Händewedelteil bei Sample Sort und Multiway Merge Sort so eine Datenaustauschoperation. Die braucht man sicherlich. Ein anderes Problem, das immer wieder auftritt, ist Lastverteilung. Ich hatte das angedeutet, dass das bei Quicksort dann ein Problem ist, dass nicht jeder Prozessor gleich viel Arbeit zugeteilt kriegt durch so einen Aufteilungsschritt. Wie begegnet man dem? Und das tritt in fast allen nicht trivialen parallelen Algorithmen dann auf. Wie sorge ich dafür, dass meine Prozessoren alle effektiv arbeiten, obwohl vielleicht die Berechnungen, die da stattfinden, unregelmäßig sind? Das wäre dann auch was für die parallele Algorithmenvorlesungen, mit dem ich Sie hier nicht belasten will. Das bringt mich zum Ende des Kapitels parallele Algorithmen. Das String-Algorithmen-Kapitel macht dann im neuen Jahr der Timo Bingmann vermutlich und ich werde dann nächste Woche weitermachen mit geometrischen Algorithmen. Und jetzt machen wir die Übung. So, genau. Dann machen wir jetzt für die letzten 40 Minuten noch ein bisschen Übung. Und zwar geht es heute zum einen um parametrisierte Algorithmen, einfach als Alternative quasi zu Approximationsalgorithmen, um komplizierte Probleme lösen zu können. Anders als letzte Woche geben wir uns diesmal aber nicht mit einer ungefähren Lösung oder einer approximierten Lösung zufrieden, sondern wir wollen zumindest Spezialfälle von unserem Problem exakt lösen können. Und im zweiten Teil gibt es dann nochmal ein wenig Wiederholung zu Parallelverarbeitung.
Wir schauen uns nochmal die grundlegenden Modelle an, also zum Beispiel PRAM oder Distributed Memory, gehen auf Verbindungsstrukturen ein, das heißt vollvermascht oder Hyperwürfel. Und dann gibt es noch ein paar Anwendungsbeispiele, nämlich eine Präfixsumme mit Fibonacci-Bäumen und parallelen Quicksort. Aber fangen wir als erstes mit parametrisierten Algorithmen an. Also wie letztes Mal schon, wir haben unser Set an schwierigen Problemen, irgendwelche NP-schweren Probleme, zum Beispiel Maximum Independent Sets oder Minimum Vertex Cover, die wir halt nicht effizient in Polynomialzeit lösen können, sondern wir brauchen Exponentialzeit. Und ja, um eine exakte Lösung zu finden, bräuchten wir irgendwie Jahrzehnte oder so, je nachdem, was für ein Problem und wie groß die Instanz ist. Und die Idee bei parametrisierten Algorithmen ist dann, dass wir zumindest Spezialfälle von unserem Problem effizient berechnen möchten. Und was man dabei macht, ist, dass man versucht, aus der Struktur des Problems einen zusätzlichen Parameter k rauszuziehen, der halt irgendwie, den wir als Teil dieser Problemstellung verwenden können. Und wenn wir dann zeigen können, dass die Komplexität von unserem ursprünglichen Problem in diesem Parameter k steckt, dann kriegen wir zumindest eine effiziente Lösung hin, wenn k konstant ist. So, was heißt das? Wir haben jetzt hier unten ein Beispiel, da geht es darum, wir wollen die minimale Anzahl an Leuten finden, sodass alle Leute entweder direkt oder über einen Freund erreicht werden können. Jetzt können wir hergehen und das Ganze einfach als Graphenproblem modellieren. Das heißt, die Leute sind dann irgendwie Knoten und wenn die sich kennen, dann haben die eine Kante zwischendrin. Das Ganze kann man dann interpretieren als ein Minimum Vertex Cover Problem. Das heißt, wir wollen ein kleinstmögliches Set an Leuten finden, die alle Kanten abdecken, weil wir dann entsprechend jede Person direkt oder über einen Freund erreichen können. Jetzt ist es so, dass das Problem halt generell NP-hard ist und das heißt, wir finden keine exakte Lösung in irgendwie realistischer Zeit, außer die Instanz ist entsprechend klein. Was wir aber dann machen können und was sich einfacher lösen lässt, ist, dass wir maximal k Leute finden wollen, sodass jetzt einfach alle Leute direkt oder über einen Freund erreicht werden können. Und die Idee ist dann, wenn halt k konstant ist, dann lässt sich das Ganze effizient machen. Wie formalisiert man das dann? Und zwar habt ihr euch in der Vorlesung dann sogenannte Fixed Parameter Tractable Probleme angeschaut. Die Idee hier ist einfach, dass wir die Laufzeit nicht nur mit der Instanzgröße n beschreiben, sondern jetzt eben noch unseren zusätzlichen Parameter k haben. Und wir nennen ein Problem Fixed Parameter Tractable, wenn sich die Laufzeit unseres Algorithmus dann ausdrücken lässt, mithilfe von einer Funktion f und einem Polynom p. Und zwar haben wir da die Bedingungen, dass f berechenbar ist und wie gesagt, p muss ein Polynom sein. Außerdem darf die Funktion f nicht von n abhängen und andersrum p nicht von dem zusätzlichen Parameter k. Und wenn das halt gegeben ist und die Laufzeit von unserem Problem sich dann in dieser multiplikativen Form ausdrücken lässt, dann sagen wir eben, unser Problem ist Fixed Parameter Tractable. Jetzt gibt es verschiedene Techniken, wie man dann an ein Problem rangehen kann, um das entsprechend Fixed Parameter Tractable zu machen. Das eine ist, was wir uns auch gleich noch mal in einem Beispiel anschauen werden, ist eine tiefenbeschränkte Suche. Die Idee hier ist einfach, wir schauen uns alle möglichen Lösungen quasi an, zählen die erschöpfend aus und testen die alle. Jetzt könnte man sagen, okay, das lässt sich auch für die ursprüngliche Probleminstanz machen. Was wir jetzt aber haben, ist, dass wir quasi die Tiefe von diesem Suchbaum beschränken, mithilfe von unserem Parameter k. Und dadurch, dass der dann beschränkt ist, können wir den halt
effizient abarbeiten. Steht auch nochmal hier. Also K gibt quasi hier in dem Beispiel zum Beispiel an, wie tief dieser Suchbaum ist. Eine andere Möglichkeit, hattet ihr, glaube ich, in der Vorlesung bei Vertex Cover gesehen, ist Kernbildung. Und zwar ist die Idee hier, dass ihr eure ursprüngliche Instanz i auf einen, Anführungszeichen, schwierigen Problemkern K reduziert. Und den Problemkern löst ihr dann mit irgendeiner anderen Technik. Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Maximum Independent Sets. Eine relativ einfache Technik, um die Probleminstanz bei einem Maximum Independent Set zu reduzieren, sind zum Beispiel Knoten, die Grad 1 haben. Bei einem Knoten mit Grad 1 kann ich nämlich immer sagen, dass dieser Knoten quasi Teil des Independent Sets oder jedes Maximum Independent Sets ist. Und ich kann den Knoten dann entfernen, ohne die ursprüngliche Instanz kaputt zu machen oder die Optimalität zu verlieren. Dann gibt es noch weitere Techniken, die jetzt allerdings auch nicht in der Vorlesung drankommen und hier auch nicht. Farbkodierung, induktive Kompression oder Baumzerlegung. Gibt noch eine ganze Reihe anderer. Wir schauen uns jetzt aber ein Beispiel für die erste Technik an, nämlich die tiefenbeschränkte Suche. Und zwar relativ klassisches Problem hier, ein Schiebepuzzle. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Vielleicht habt ihr das als Kind irgendwie hinten auf einer Cornflakes-Packung oder whatever mal gehabt. Und zwar haben wir ein N-Kreuz-N-Schiebepuzzle und einen Parameter K, eine natürliche Zahl gegeben. Und wir wollen jetzt wissen, ob wir dieses Puzzle in weniger oder gleich K-Zügen lösen können. Und zwar gilt das Puzzle als gelöst, wenn einfach alle Teile in sortierter Reihenfolge sind. Das heißt, hier die 1 müsste jetzt hier stehen, dann 2, 3 und so weiter. Und wie können wir unser initiales Puzzle überführen in die Lösung? Wir können dieses Loch hier in jedem Zug um eine Position verschieben. Das heißt, wir können quasi die Position mit der 17 tauschen, mit der 13, mit der 2 und der 14. Das heißt, insbesondere haben wir in jedem Zug maximal 4 Möglichkeiten, unser Loch an eine andere Position zu verschieben. Und was wir dadurch machen können, dadurch, dass wir maximal 4 Möglichkeiten haben und wir haben insgesamt k Züge, ist, wir bauen einfach einen Suchbaum auf, der entsprechend die Höhe der Anzahl unserer Züge hat und der Verzweigungsgrad entspricht gerade der Anzahl der Möglichkeiten, die wir zur Überführung in einen anderen Zustand haben. Also, das ist jetzt nicht gerade gut erkennbar, aber das hier ist quasi unsere initiale Lösung. Und je nachdem, in welche Richtung wir jetzt das Loch verschieben, hier zum Beispiel nach oben, kommen wir halt zu einem anderen Knoten in unserem Suchbaum. Entsprechend haben wir dann hier auch wieder Möglichkeiten. Warum der hier fehlt, es würde hier zum Beispiel keinen Sinn machen, jetzt das Loch wieder in die ursprüngliche Position zu schieben, weil wir entsprechend diesen Zustand oder diesen möglichen Lösungszustand vorher schon überprüft haben. So, der Baum, der da dann rausfällt, hat entsprechend eine Größe von O von 4 hoch K. Und um jetzt einen einzelnen Knoten auf Korrektheit zu überprüfen, können wir quasi einfach in quadratischer Zeit, wenn wir ein N-Kreuz-N-Puzzle, also insgesamt N-Quadrat-Einträge, können wir einfach durchgehen und überprüfen, ob das sortiert ist. Und dadurch haben wir insgesamt einen Aufwand von 4 hoch K mal N-Quadrat. Das heißt, wir haben insbesondere diese multiplikative Form. 4 hoch K ist eine berechenbare Funktion, N-Quadrat ist ein Polynom. Der erste Term hängt nicht von N ab, der zweite nicht von K, deshalb haben wir einen FPT-Algorithmus. Das war es eigentlich dann auch schon dazu. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Was ich hier noch sagen könnte, ist eine Alternative, wenn man zum Beispiel hier Kernbildung machen wollen würde, wenn man zum Beispiel ein Problem hat, was irgendwie 200 auf 200 Feldern groß ist und man will aber gucken, ob das Ding einfach in 20 Zügen lösbar ist, dann macht es zum Beispiel keinen Sinn, mir
die Einträge ganz am Rand quasi in meinem Suchbaum zu berücksichtigen. Ich überprüfe einmal am Anfang, ob die korrekt sind oder nicht und kann mich dann auf den Kern beschränken danach. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, hier Kernbildung zu verwenden. Okay. Kommen wir als nächstes dann zur Parallelverarbeitung. Hier besprechen wir jetzt als erstes nochmal die grundlegendsten Modelle, die so mehr oder weniger auch realistisch sind. Das erste davon, relativ grundlegendes Modell, war PRAM. Und zwar haben wir hier einfach synchron arbeitende Prozessoren von 0 bis n-1 hier. Und wir haben einen geteilten Hauptspeicher, auf den die dann zugreifen können. Allerdings ist hier wichtig, dadurch, dass der Hauptspeicher geteilt ist, können die Prozessoren quasi auch gleichzeitig Einträge lesen und schreiben. Und es ist wichtig, wie diese Speicherkonflikte dann gehandhabt werden. Aber da gehen wir gleich in der nächsten Folie drauf ein. Schauen wir uns davor erst nochmal verteilten gemeinsamen Speicher an oder auch Distributed Memory. Und zwar ist es da so, dass jeder Prozessor sein eigenes Speichermodul quasi hat. Das heißt, jeder Rechner ist ausgestattet mit seinem eigenen RAM oder Hauptspeicher oder sonst was. Und die einzelnen Rechner sind dann mittels einem Verbindungsnetzwerk miteinander verbunden. Das heißt insbesondere, wenn jetzt ein Prozessor auf einen Datensatz, also nehmen wir mal an, Prozessor 0, würde gerne auf einen Datensatz von Prozessor n-2 zugreifen, dann müssen die diesen Datensatz erst über das Verbindungsnetzwerk kommunizieren, damit P0 seine Berechnungen fortführen kann. Alternativ können wir dann das Verbindungsnetzwerk nicht unter der Speicherhierarchie ansiedeln, sondern wir haben das quasi direkt unterhalb der Prozessoren. Und an das Verbindungsnetzwerk sind dann noch weitere Speichermodule angebunden. Das Ganze nennt man dann symmetrisch gemeinsamen Speicher oder halt auch Shared Memory. Und hier ist es so, dass Prozessoren quasi direkt über das Verbindungsnetzwerk auf unterschiedliche Speichermodule zugreifen können. Hier ist es allerdings auch wieder wichtig, dass man Speicherzugriffe entsprechend so designt, dass keine Konflikte oder Race Conditions oder sonst was auftreten. Ein wichtiges Modell zur Kommunikationsanalyse ist dann das Bulk Synchronous Parallel Modell oder kurz BSP. Die Idee von dem Modell ist einfach, dass der Algorithmus quasi unterteilt ist in Phasen und jede dieser Phasen besteht aus lokaler Arbeit und einer Kommunikationsrunde. In der Kommunikationsrunde kann jeder Prozessor mit allen anderen Prozessoren reden. Das macht man einfach deshalb, weil sich damit Algorithmen relativ leicht analysieren lassen, weil man kann einfach die lokale Arbeit, die vorher gemacht wird, getrennt betrachten von zum Beispiel der Kommunikationszeit oder dem Kommunikationsvolumen. Von dem Modell gibt es dann verschiedene Varianten, die mehr oder weniger ausgefallen sind. Hier ist jetzt als Beispiel BSP Stern. Da wird dann auch noch die Nachrichtenlänge in der Kommunikationsphase berücksichtigt. Und entsprechend kann man das dann noch weiter aufblähen. Man kann das dann noch ergänzen um Startups und sonst was. Vielleicht noch kurz eine Bemerkung dazu, was man dann eigentlich in der Praxis hat. Und zwar ist es in der Praxis häufig so, dass man quasi einen Mix aus diesen Modellen hat. Bei einem Supercomputer ist es zum Beispiel so, man hat verschiedene Knoten, die man ansteuern kann und jeder Knoten entspricht dann einem Rechner, der allerdings wieder mehrere Prozessoren hat und diese Prozessoren sind dann nicht verteilt, sondern benutzen Shared Memory. Aber mehr dazu kriegt ihr dann in parallele Algorithmen zu hören. Schauen wir uns jetzt kurz an, wie Speicherkonflikte im PRAM-Modell behandelt werden. Und zwar klassifiziert man die zunächst nach Lese- und Schreibzugriffen. Und dann ist noch wichtig, ob quasi gleichzeitig gelesen oder geschrieben wird oder es exklusiven Zugriff gibt. Und jetzt testet man einfach alle diese Kombinationen durch und gibt denen einen Namen. Dann gibt es hier einmal Exclusive Read, Exclusive Write.
Das heißt, es darf immer nur ein Prozessor gleichzeitig eine Speicherzelle schreiben oder lesen. Dann gibt es Exclusive Read Concurrent Write, was Schwachsinn ist. Brauche ich, glaube ich, nicht näher darauf eingehen. Dann gibt es Concurrent Read Exclusive Write. Das heißt, es kann immer nur einer schreiben, aber es können mehrere gleichzeitig lesen. Auch relativ naheliegendes Modell, weil ein Lesezugriff ja generell nicht die Speicherzelle modifiziert und dann quasi alle, die lesen, immer den gleichen Wert lesen. Und dann gibt es noch die Variante, wo alles concurrent ist, das heißt gleichzeitige Lese- und Schreibzugriffe. Hier muss man sich dann darauf einigen, wie man mit den gleichzeitigen Schreibzugriffen umgeht. Und da gibt es zumindest hier vier Methoden. Das erste ist die Common-Variante und da kann quasi die Speicherzelle nur geschrieben werden, wenn tatsächlich alle Prozessoren den gleichen Wert schreiben wollen. Insbesondere ist nicht definiert, was passiert, wenn die jetzt nicht alle den gleichen Wert schreiben wollen. Das heißt, da muss man dann aufpassen, was die Korrektheit des Algorithmus dann angeht. Alternative ist arbitrary. Da können dann zwar alle schreiben, aber man wählt nur zufällig einen aus, der dann das Datum tatsächlich auf den Hauptspeicher schreibt. Wie sinnvoll das ist, weiß ich auch nicht. Priority gibt es dann noch. Da schreibt der Prozessor mit der kleinsten ID. Auch relativ einfaches Verfahren, um einfach sicherzustellen, dass es zu keinen Konflikten kommt. Und schließlich noch Combine. Bei Combine werden dann quasi die Werte, die alle schreiben wollen, aggregiert. Wenn jetzt vier Prozessoren einen Integer schreiben wollen, dann sagt man zum Beispiel bei Combine, okay, jetzt schreiben wir nicht die einzelnen Werte rein, sondern die Summe davon. Je nachdem, in was für einem Modell man arbeitet, ist es dann so, dass diese Schreiboperation in konstanter Zeit geht und man kann dann quasi sowas wie eine Summenoperation von n Elementen in konstanter Zeit machen. Das nur so als Nebenbemerkung. Schauen wir uns noch eine weitere Grundlage an und das sind die Verbindungsnetzwerke. Als erstes vollverkabelt. Bei vollverkabelt ist einfach jeder Prozessor mit jedem anderen verbunden. Das führt dazu, dass man insbesondere, das skaliert quasi nicht gut mit der Anzahl der Rechner. Wenn ihr euch das in einem Supercomputer vorstellt, wo ihr irgendwie tausende Rechner habt, ist es einfach viel zu teuer, diese ungefähr p-Quadrat-Verbindungen, oder hier steht es jetzt genauer, p mal p minus 1 halbe Verbindungen, die eben nötig sind, umzusetzen, einfach würde einfach euer Budget sprengen. Genau, das ist zu voll verkabelt. Und dann gibt es noch Varianten davon. Zum einen Simplex. Bei Simplex darf ich immer nur von einem Prozessor einen Wert empfangen oder zu einem Prozessor einen Wert senden. Bei Telefon kann ich gleichzeitig einem Prozessor was senden und von diesem Prozessor auch noch empfangen. Allerdings habe ich immer noch nicht die Möglichkeit, von unterschiedlichen Prozessoren was zu empfangen in einem Schritt. Das Ganze geht dann bei Duplex. Bei Duplex bin ich quasi in der Lage, an einem Prozessor was zu schicken und von einem ganz anderen Prozessor was zu empfangen. Je nachdem, in was für einem Modell man arbeitet, ist dann das ist wichtig für die theoretische Laufzeit, weil manche effiziente Algorithmen nur beispielsweise im Duplex-Modell möglich sind. Als etwas realistischere Verbindungsnetzwerk ist dann hier noch der Hyperwürfel. Und zwar hat man bei einem Hyperwürfel jetzt nicht ungefähr p-Quadrat-Verbindungen, sondern nur noch p-log-p-Verbindungen. Und wie man quasi vorgeht, so einen d-dimensionalen Hyperwürfel dann zu bauen, ist, man fängt mit einem Prozessor an, das ist jetzt hier der mit der ID 0. Dann fügt man einen Prozessor hinzu, indem man quasi ein Duplikat von dem alten macht und die dann miteinander verbindet. Das wird gleich noch ersichtlicher, wenn wir jetzt die Dimensionen hochgehen. Im nächsten Schritt ist es nämlich so, jetzt kommen hier Nummer 2 und 3 dazu. Und was wir quasi jetzt gemacht haben, ist diesen
Hyperwürfel oder Unterwürfel hier zu nehmen, zwischen der 0 und 1, dann duplizieren wir den und fügen entsprechend Verbindungen ein. Und zwar werden Verbindungen so eingefügt, dass in der Bit-Repräsentation von den einzelnen PEs sich Nachbarn nur in einem Bit unterscheiden dürfen. Insbesondere, wenn ihr hier 0 und 2 habt, könnt ihr euch vorstellen, 0 hat Repräsentation 0, 0 und 2 hat entsprechend Repräsentation 1, 0. Das heißt, zwischen den beiden gibt es eine Kante. 3 hätte Bit-Repräsentation 1, 1, deshalb gibt es da keine Kante. So, und das machen wir jetzt einfach so lange, bis wir unsere P-Prozessoren quasi untergebracht haben. Das heißt, wir fügen jetzt die nächste Dimension hinzu und auch hier wieder die Kanten zwischen Nachbarn, die sich nur in einem Bit unterscheiden. Und ganz am Ende haben wir dann sowas hier, vierdimensionale Hyperwürfel. Genau. Und wenn wir jetzt quasi wissen wollen, wo sich der Prozessor mit dieser ID hier verbindet oder mit dieser Bit-Repräsentation versteckt, dann gehen wir einfach von vorne nach hinten die Dimensionen durch und schauen in den entsprechenden Hyperwürfel. Das heißt, wir sehen jetzt, okay, das erste Bit ist eine 1. Das heißt, wir müssen in dem neu hinzugefügten Hyperwürfel auf unserer obersten Dimension schauen. Das heißt, entsprechend der Würfel hier. Im nächsten Schritt haben wir dann eine 0. Das heißt, wir nehmen nicht die Kopie, sondern den Originalunterwürfel. Das wären dann die hier vorne. Und dann haben wir nochmal zwei Einsen. Das heißt, wir liegen im nächsten Schritt in der Kopie. Dann nochmal in der Kopie und wir kriegen dann unseren PE mit ID 11. So, jetzt kann man, wenn man sich die Kommunikationskosten in so einem Modell dann anschauen möchte, möchte man das halt nicht abschätzen dadurch, dass man eine kollektive Operation zwischen allen Prozessoren macht, sondern man möchte irgendwie ein genaueres Maß. Man möchte quasi nur modellieren, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Dimension D kommuniziert mit D-1, dann will ich auch nur diese Nachrichten zählen und nicht jetzt einfach annehmen, dass jeder Prozessor was an jeden anderen schickt. Und deshalb benutzt man hier dann ein feingranulareres Kommunikationsmaß, bei dem quasi die Zeit von einer Nachricht sich ergibt aus dem Startup-Overhead plus der Länge der Nachricht mal die Zeit, die ich brauche, um ein Byte zu versenden. Auch hier vielleicht noch, was findet man in der Praxis? In der Praxis ist es so, dass zum Beispiel Supercomputer eher sowas wie eine Baumstruktur verwenden. Das Ganze nennt sich dann FatTree. Wenn es jemanden interessiert, kann das gerne googeln. Kommen wir jetzt noch zu Anwendungen. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, schaffe ich jetzt leider nur die eine. Und zwar schauen wir uns an, wie man eine PRAM-Präfixsumme mithilfe von einem Fibonacci-Baum macht. Das Ganze ist deshalb wichtig, weil dieses Reduktions- oder dieses Kommunikationsschema, das bei einer Präfixsumme verwendet wird, was ihr auch aus der Vorlesung kennt, was im Endeffekt dieses Propagieren durch einen Baum aus Prozessoren war, bei relativ vielen Algorithmen verwendet wird. Unter anderem bei anderen kollektiven Kommunikationsoperationen, wie zum Beispiel bei einem Broadcast, aber auch bei Graphenalgorithmen beispielsweise. Was wir uns hier anschauen, ist jetzt ein zweiphasiger Ansatz. Es gibt eine Aufwärtsphase und eine Abwärtsphase. Und was wir am Ende haben wollen, ist eben eine Präfixsumme auf jedem unserer Prozessoren. Weiß noch jeder, was eine Präfixsumme ist? Weiß jemand nicht, was eine Präfixsumme ist? Okay, ich wiederhole es mal trotzdem. Präfixsumme ist einfach die Summe der Elemente, die quasi, wenn ihr euch jetzt die Repräsentation von Prozessoren in so einem Array anschaut, dann gibt euch quasi eine Präfixsumme. Was ist die Summe der Elemente
von Prozessoren, die links von mir liegen oder abstrakter gesehen, die eine kleinere ID haben als ich. In unserem Beispiel hier machen wir es so, dass jeder Prozessor genau ein Element hat. Also das ite Element liegt dann auf einem Prozessor mit Rang i. In der Aufwärtsphase machen wir es jetzt so, dass wir unser Datum, oder wir fangen quasi bei den Blättern an und schicken unseren Datensatz an unseren Parent-Prozessor und der aggregiert dann entsprechend aus beiden Kindern die Werte. Hier ist es auch wichtig, dass wir einen Fibonacci-Baum verwenden und nicht einfach einen normalen Baum, also irgendwie einen Binary Tree, genau, weil der Fibonacci-Baum genau so gemacht ist, dass die, dass quasi kein Parent jetzt in dieser Phase existiert, sodass er zwei Kinder hat, die ihm gleichzeitig was schicken. Das heißt, es gibt keinen Stau quasi beim Parent-Knoten. Der muss nicht mehr als eine Nachricht pro Runde verarbeiten. Das ist das Schöne. In parallelen Algorithmen kriegt ihr dann genau erklärt, was für Auswirkungen das auf die Laufzeit hat und wie viel ihr dadurch spart. Also, gehen wir das Ganze mal durch. Wir haben jetzt hier unsere Prozessoren. Das kleine Kästchen hier ist das jeweilige Element von dem Prozessor und die Lage von dem Kästchen gibt an, was das wievielte Element das ist. Und jetzt schicken erstmal die Blätter ihr Element zu den Parent-Knoten und die sammeln das dann quasi. Hier ist es so, diese grünen Kästchen sind das eigene Element und Elemente vom linken Teilbaum und die roten Kästchen kommen aus dem rechten Teilbaum. Jetzt machen wir in der Aufwärtsphase eigentlich nichts anderes, außer immer wieder Elemente an unsere Parents zu schicken. Und ganz am Ende hat dann die Root quasi alle Elemente sowohl aus dem linken Teilbaum als auch aus dem rechten Teilbaum. So, jetzt weiß beispielsweise dieser Prozessor hier, weiß schon, was der Wert seiner Präfixsumme quasi ist. Allerdings, der Prozessor hier hat noch keine Informationen, wie viele Elemente tatsächlich im linken Teilbaum von der Root sind und kleiner sind als er. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schaffen, dass die Root dem mitteilt, wie viele Elemente in diesem Teilbaum hier drin sind. Und genau aus dem Grund machen wir jetzt noch eine Abwärtsphase, bei der wir die gesammelten Daten dann an unsere Kinder verteilen. Und zwar läuft diese Abwärtsphase jetzt genau so ab, dass wir Daten, die wir von unserem Parent erhalten, schicken wir einfach weiter. Und insbesondere werden unsere eigenen Daten und Daten von unserem linken Teilbaum, die wir in der Aufwärtsphase bekommen haben, nur an den rechten geschickt. Zur Verdeutlichung, warum wir das machen müssen, wenn wir uns jetzt den Knoten hier anschauen, dann weiß das linke Kind von ihm weiß ja schon quasi seine Präfixsumme, allerdings weiß der rechts hier noch nicht, wie viele Elemente in dem Teilbaum sind. Das ist der Grund, warum wir unsere eigenen Daten und die Daten vom linken Teilbaum nur nach rechts schicken. Genau. Und dann läuft das jetzt quasi wieder so ab. Die Root schickt ihre Daten ans rechte Kind. Jetzt weiß der quasi, was der Wert seiner Präfixsumme ist. Schickt jetzt hier die vom Parent erhaltenen Daten dann an beide Kindknoten, das heißt sowohl ans linke als auch ans rechte. Ans rechte schickt er aber zusätzlich quasi noch seine eigenen Daten. Ah, sehr schön. Und ja, ganz am Ende hat dann jeder den korrekten Wert von seiner Präfixsumme. Um das Ganze zu berechnen, gibt es jetzt auch noch einen Haufen andere Methoden. Man kann das dann beispielsweise noch mit einer Pipeline verbinden. Oder es gibt spezielle Algorithmen, die dann extrem effizient in einem Hyperwürfel funktionieren und so weiter. Aber so viel erstmal dazu. Schauen wir uns jetzt noch kurz den parallelen Quicksort an. Einfach weil paralleles Sortieren auch wieder
was ist, was häufig in Anwendungen benötigt wird. Das ist ein wichtiger Baustein für andere parallele Algorithmen. So. Wir fangen quasi damit an, dass jetzt ein PE ein, oder erstmal, wie funktioniert paralleler Quicksort generell? Es handelt sich hier auch wie beim normalen sequentiellen Quicksort um einen rekursiven Algorithmus. Im Endeffekt hat jeder Prozessor eine Teilfolge von Elementen, die jetzt erstmal nicht sortiert ist. Und was wir am Ende möchten, ist eine global sortierte Folge, also auch über Prozessorgrenzen hinweg. Und ähnlich wie beim sequentiellen Quicksort fangen wir während einer Runde erstmal damit an, ein Pivot auszuwählen. Hier jetzt einfach zufällig ein Element. Dieses Element wird dann an alle anderen Prozessoren gebroadcastet. Das geht dann in log p Zeit, wenn p die Anzahl der Prozessoren ist. Und anschließend führen wir einen lokalen Vergleich durch. Und zwar interessiert uns, wie viele Elemente es gibt, die kleiner sind als das Pivot und wie viele gibt es, die größer sind als das Pivot. Die Einträge, die jetzt hier blau sind, sind entsprechend Elemente, die kleiner sind. Und die Einträge hier sind größer als unser Pivot. Was uns jetzt quasi interessiert, um die richtige Position unserer kleineren Elemente zu finden, ist erstmal global zu erfahren, dass wie viel kleinste Element unser zum Beispiel erstes Element ist. Und dadurch bauen wir jetzt oder berechnen wir zunächst eine Präfixsumme. Was wir dafür machen, ist, wir geben jedem unserer Einträge, die kleiner als das Pivot sind, den Wert 1 und berechnen quasi über diese Einsen dann eine Präfixsumme. Das Ergebnis davon seht ihr dann hier. Insbesondere handelt es sich dabei um eine exklusive Präfixsumme. Und zwar gibt die quasi dann für jeden Wert an, wie viele kleinere Elemente gibt es, die links von mir sind. Insbesondere hier zum Beispiel bei dem Element mit der ID 6 ist hier als Präfixsumme dann eine 3 berechnet worden. Das heißt, wir wissen, es gibt 3 Elemente, die links von mir sind, die auch kleiner sind als das Pivot. Jetzt wissen wir zunächst mal, wie viele kleinere Elemente es gibt. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht quasi die Position, wo dieses Element dann tatsächlich landet. Und was wir dafür machen, ist quasi, wir berechnen eine Umverteilung unserer Elemente. Genau. Was wir für diese Umverteilung brauchen, ist jetzt noch die Position der Elemente, die größer sind als unser Pivot. Und zunächst brauchen wir dafür quasi auch wieder eine Präfixsumme. Jetzt müssen wir in dem Schritt aber nicht die Präfixsumme wieder mit einer kollektiven Operation berechnen, sondern die Präfixsumme folgt direkt aus der ID und der Präfixsumme der kleineren Werte. Was heißt das? Konkret hier, wenn wir uns das Element mit der ID 3 anschauen, dann wissen wir eben, okay, es gibt hier, nochmal eins zurückgehe, 3 Elemente, die kleiner sind. Ich habe selbst die ID 3. Das heißt, wenn wir jetzt von der ID die Präfixsumme abziehen, dann wissen wir, okay, das ist das erste Element, was größer ist als unser Pivot. Entsprechend hier zum Beispiel für die 9. Bei der 9 wissen wir, es gibt 6 Elemente, die kleiner sind. Wenn wir das dann abziehen, dann wissen wir, dass es 3 Elemente links davon gibt, die größer sind. Genau, dann was wir jetzt quasi haben ist, wir wissen die Präfixsumme von Elementen, die kleiner als das Pivot sind und wir wissen die Präfixsumme von Elementen, die größer sind. Wenn wir jetzt noch die tatsächlichen Positionen bestimmen wollen, dann sehen wir zum einen, dass die Position für die kleinen Elemente gleich dem Wert in der Präfixsumme ist und für die großen Elemente brauchen wir quasi die Anzahl der kleinen Elemente plus den Wert der Präfixsumme für die großen Elemente. Was heißt das?
Beispielsweise hier bei dem ID, bei dem Element mit der ID 22, da wissen wir ja, okay, es gibt 11 Elemente links davon, die größer als das Pivot sind. Und wir wissen insgesamt, dass es 27 kleine Elemente gibt. Das heißt, wir können jetzt einfach 27 und 11 aufaddieren und dann wissen wir, okay, im nächsten Schritt muss ich quasi an Position 38. Was ich dazu noch sagen sollte, was hier nicht steht, ist, dass wir einen Broadcast machen müssen über die Gesamtanzahl der kleinen Elemente. Das heißt, diesen Wert 27 hier muss quasi jeder Prozessor wissen, um diese Umverteilung dann korrekt berechnen zu können. Was wir dann nach der Umverteilung haben, sind quasi diese Blöcke hier von Elementen, die kleiner sind als unser Pivot und ein Block, der größer ist. Und wie beim normalen Quicksort will man das jetzt rekursiv weiter berechnen auf diesen beiden Tile-Arrays. Das Problem ist hier aber, dass wir dazu gerne auch die Prozessoren aufteilen würden, weil wir gern beide Teilprobleme parallel berechnen möchten. Wenn jetzt aber ein Prozessor quasi kleine und große Elemente hat, haben wir da auch wieder ein Problem, was die Laufzeit angeht, weil dann theoretisch dieser Prozessor sich zunächst mit dem Teilproblem für die kleineren Elemente befassen muss und dann mit den größeren. Das heißt, dadurch kriegen wir wieder einen Delay in unseren parallelen Algorithmus rein. Das heißt, man muss irgendwie sicherstellen, dass es eine balancierte Verteilung gibt. Da will ich jetzt auch nicht genauer drauf eingehen, wen das interessiert. Auch hier wieder, da wird in parallele Algorithmen ausführlich drauf eingegangen, wie man das vielleicht besser hinkriegt und warum vielleicht ein anderer Sortieralgorithmus besser ist in einem parallelen Setting. Noch ganz kurz, wenn ihr Lust habt, jetzt irgendwie mal parallele Programmierung auszuprobieren, gibt es verschiedene Hilfsmittel für. Das erste, was jetzt hier steht, ist OpenMP. Das ist bereits in eurem normalen GCC-Compiler drin und erlaubt euch halt Shared Memory Parallelismus auszunutzen. Insbesondere könnt ihr da zum Beispiel, wenn ihr einen For Loop habt und ihr wollt, dass dieser For Loop parallel ausgeführt wird, alles, was ihr dann macht, ist eine Präprozessor-Direktive. Also hier dieses Hashtag pragma OMP parallel vor diese Vorschleife zu setzen und dann wird die parallel ausgeführt. Das ist relativ einfach. Wer es dann ein bisschen anspruchsvoller möchte, kann Boost Threads ausprobieren. Da muss man sich dann halt insbesondere explizit darum kümmern, wie Threads verwaltet werden, welche Probleme man als eigene Threads modellieren möchte und so weiter. Und wer dann immer noch nicht genug hat, kann sich auch mal noch Grafikkarten anschauen. Da habe ich jetzt nicht unbedingt die größte Expertise drin. Das ist für mich irgendwie Blackmagic. Da gibt es sehr viele Effekte, weil die Grafikkarten-Hardware halt doch sehr unterschiedlich ist zu einem normalen Prozessor. Und man braucht entsprechende Grafikkarten, die CUDA-fähig sind. Je nach Hersteller gibt es dann auch noch mal eine andere Sprache und ja, wie gesagt, bin ich auch nicht der Experte drin.